Schönen guten Tag, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück bei Bloody Trapland mit dem Vayne Let's Play, dem Tempelmaster und dem Thorsten 1000. Einen wunderschönen guten Tag! Hallo. Ich bin so aufgeregt, ich könnte in meiner Hose Kaka machen. Ach, genau. Ich bin so aufgeregt, ich könnte. Chida! Chill out! Nee, ich weiß noch, wie das war. Ja, genau, man musste da so kurz. Ach, zu früh. Ach ja, da muss man. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Lauf mal vor. Ja, geht doch. Wie lange ist die letzte Aufnahme jetzt her? Ist schon ein paar, ich würde sagen fast 2 Monate. Wenn ich noch mehr. Ich hab nämlich nur noch ein paar zum Hochladen und wir hatten, glaube ich, relativ viel zusammen aufgenommen. Wie kommt man da nochmal durch? So! Ach, oh, bei den Geräuschen krieg ich jetzt schon wieder einen Kotzreiz, ey. Ich will sterben. Ja, schön, lauf halt noch mal rein. Oh, ich bin so ein Volltrottel. Scheiße. Ich bleib hier stehen. Ich warte, bis ihr da durch seid. Oh Mann, oh, ich bin so doof. Das ist sehr gut. Sag mal wieder. Ja, ich meine, das Warten, das kennt er nicht. Ich aber auch. So gut. Du kannst das so gut, Tod. Alter, ich lauf immer zu weit. So unfassbar. So, jetzt aber. So, ich weiß noch, wie das hier war. Drauf. Ja. Ja, er ist drauf gegangen. Oh, dabei. So, nein. Habt ihr Left 4 Dead eigentlich auch über Skype aufgenommen oder über TeamSpeak? Über Skype. Weil das klingt, die Soundqualität klingt bei Left 4 Dead so extrem gut. Skype. Eigentlich hat TeamSpeak ja bessere Soundqualität als Skype. Aber TeamSpeak ist immer so extrem leise. TeamSpeak ist nur leise, wenn du keine Verstärkungen einstellst. Hallo. Hä? Nein, TeamSpeak ist bei mir generell leiser, da gibt's keine Verstärkungen. Ich meine, der Sound von TeamSpeak, wenn ich den auf volle Lautstärke mache, dann hört sich das für mich eigentlich normal laut an, aber im Vergleich zu Spielen oder sowas ist es extrem leise, dass du da nochmal so, eigentlich so, weiß nicht, 20 dB annehmen. Sehr schön. Tschüss, das hat. Jetzt fängt sein Internet wieder an, aber er klingt auch so scheiße. Ja, so. Genau. Jetzt ist er mir wenigstens hier nicht im Weg. Och Mann, nee. Mann, mach Ende! Ich check nicht, wie du da durchkommst. Ich weiß nicht, ich bin zu doof dafür. Ihr checkt beide nicht so ganz, wie ich da durchkomme, oder? Das war sehr schön. Alter. Verdammt! Du darfst mich nicht ablenken, Yoshi! Ich hätte einfach ein bisschen weiter noch laufen müssen. Aua. Das hat stimmt sowieso. Nein, tut er nicht. Schade. Doch, er stirbt bei dem Stachel oben drauf. Fast. Nein, bitte nicht, Tim. Nein, bin ich nicht, Tim. Aber fast. Nein! Oh Gott, dieses Spiel geht mir jetzt schon wieder so tierisch auf die Eier. Mano. Zu spät. Alter. Wie war das denn nochmal? Wir haben es doch letztens so richtig gut geschafft immer. Alles klar! Ich weiß noch, dass ich das letztens bei jedem Versuch irgendwie geschafft habe, da runterzukommen zumindest. Und dann bei der Säge da hinten mit der Kanone ist einer von uns stehen geblieben. Das ja, genau. Ich, üblich. Lauf oder ich lauf? Lauf! Ja! So, jetzt suchen wir alle mal. Alter. Pissen und kacken gleichzeitig. Ich will nicht mehr. Nein, Pisse aus meinem Arsch.
Ich glitsch mir da jetzt durch. Ja. Ja, ich stell mal vor, jetzt so. Dui, vor allem wie so ein Aufzug, geht der so nach oben, so durch die Wand weg. Da fahr ich so plupp und ich bin da unten durch. Nächster Bildschirm lädt. Wäre mega geil. Man kann die Level aber überspringen, theoretisch, ne? Wie denn? Indem man einen Server aufmacht mit der darauf folgenden Welt. Das geht doch, oder nicht? Nein. Ich kann nur die Welten auswählen, die wir schon freigeschaltet haben. Genau. Schade. Also auch nur die Level. Scheiße. Ja. Ich muss mir das da unten mal genau angucken. Hier wird nicht geguckt, hier wird gemacht. Ja! Genauso wie Joshua. Gibt's auch einen. Scheiß. Ich laufe irgendwie zu spät los, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ich weiß das Timing für da unten. Also ich glaube es, aber ich kann es nicht garantieren. Entweder laufe ich zu spät oder zu früh los. Aber eins vom Passat. Ja. Du läufst auch immer genau dann, wenn ich laufe, weißt du? So, pass mal auf jetzt. Ja. Ah, und dann aber nicht, genau, nicht springen, sondern durchlaufen. Aber gut, das Timing für da habe ich jetzt auch schon mal wieder. Alles gut. Man darf da nicht. Nein! Man darf da nicht zu lange. Genau. Holy shit. Das war knapp. Oh. Warum hast du nicht... Du brauchst da eigentlich nicht pupsen, deswegen. Ja. Wie er einfach bei mir noch so geduckt war, auf einmal so... War so rechts, weißt du? Ja. Also, naja, schon mal auf hier. Aber einen, der die Kanone ablenkt, zumindest schon mal. Genau, ein bisschen Kanonenfutter ist immer gut. Jetzt muss nur noch einer von uns noch unten schaffen. Ich schaff's auf keinen Fall. Das wissen wir. Ich muss gleich erstmal niesen, Nase putzen und dann weiter. Eine Runde niesen, Natur genießen. Oh ja, ich muss definitiv niesen. Liam, niesen! Interessanter Lisa. Liam, niesen! Verdammt. Sagte der Biber als sein Dambach. Ich meine nicht den aus Holz. So, Tim darf als erstes. Ha! Wie er einfach stehen bleibt. Ja, ich wollte gucken, ob, wenn ich da perfekt draufstehe, ob mich das Ring rechts dann trifft. Ah, bin die gerade. Wir einfach nur bücken müssen. Der war schon alles gut gewesen. Boah. Ja, das gibt's nicht. Sehr schön. Du solltest dich ducken, Tassad. Ich bin geduckt. Ah Gott, die scheiß Kreis. Soll ich wieder den Controller festkleben? Timeout, sehr schön. Ja. Hat so lange gebraucht. Na, schön, dass dein Internet so gut funktioniert hat. Ja, wie immer. Ich versuche mal hier durchzukommen. Es wäre cool, wenn ich jetzt so einfach das Rad für Joshua oder so übernehmen könnte oder für Tassad. So von wegen, ich steuere jetzt mal für dich. Mann, ich knalle mal unten in das Scheiße rein. 40er Timeout! Tassad. Jedes Mal wieder. La 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 la. Ja. Schön, dass dein Internet so gut funktioniert. Was haltet Mann! Ihr denn von Brustbehaarung? Finde ich gut. Oder meinst du bei deiner Frau? Nein. Ah, ich bin so ein Vollidiot. So eine Super Saiyajin 4 Braut. Ja, wieso ja nicht? So was wünscht hat er sich doch nur. Ich habe übrigens das geheime Ending von Dragon Ball Xenoverse nicht verstanden. Ich habe dir dein Secret Ending angeguckt, ich habe es nicht verstanden. Das normale Ending, da brauchst du relativ lange beim Endboss und dann kommt Son Goku als Super Saiyajin 3 und hilft dir. Ich vergesse immer mich zu bücken. Ja.
Und nicht so wie bei dem Ending von mir, wo plötzlich alle erscheinen und dir Kraft geben. Wie hast du das überhaupt geschafft? Also ist das noch... Soll das so sein, dass man das mit einer Genki-Dama schafft? Und die Super Genki-Dama einfach zu extrem ist für den Gegner. Ich vergesse immer, mich da unten zu bücken. Ich schwör's euch. Jedes Mal. Inzwischen komme ich... Ja! Schön gemacht! Statt mir mal zu sagen, duck dich! Du weißt, dass ich da hochspringe und trotzdem... Na, du weißt, dass ich da hochspringe. Du bist aber nicht da hochgesprungen. Ah, nee! Naja, ist er schon. Aber ihr hättet euch halt absprechen müssen. Nee, ihr hättet mir nochmal sagen müssen, so, ich möchte jetzt da hochspringen. Ich hab bei ihr vorher schon gesprungen. Also genau, du hast vorher schon gesprungen und das war der Fehler. Na, ich bin gesprungen, bevor ich überhaupt in deiner Nähe war. Du hättest eigentlich sehen müssen, dass ich hoch will. Hochriegel. So, los, bevor Timeout. Und ich hab mich schon wieder vergessen zu bücken, jawoll. Wunderbar. Jawohl. Das dritte Mal hintereinander. Ja! Was ich? Schlecht. So. Wo war jetzt dieser Block? Ich weiß noch ungefähr, wo er war, aber... Der war genau hier drüber. Da drüber. Ja. Bei der Plattform. Dann musst du auf die andere Seite und gebückt springen. Ganz kurz aktivieren und dann, wenn der zurückläuft, mit ihm springen, dass du auf der Kante vor der Plattform stehst. Ja, das ist verdammt schwer. Wow! Und los! Ja. Jawohl! Pass auf, da ist noch ein... Aber ich nehme üben die Abkürzung über den über die Faust, würde ich sagen. Ja, aber die Frage ist, nein, über die Faust kann ich nicht abkürzen. Komm, Stachel. Glaube ich nicht. Aber ich wette, ich glaube auch, da ist noch einer, aber wo? Du wirst, springe mal ganz schnell hoch und duck dich, damit du schnell wieder fällst. Nee, das bringt ja nichts, weil der kann ja nicht, wenn, selbst, egal wo der da ist, der wird es nur. Es kann sein, dass der aus der Seite kommt, da neben dir, rechts neben dir. Ja, aber das wäre doch egal. Der da tötet mich doch nur, weil er mich einklemmt. Wahrscheinlich unter dir, dass er genau da auf den Stachel drückt. Ich hab dich gefickt. So, jetzt ganz ruhig. Da könnte noch einer sein. Nee, hier kann keiner sein. Das wäre unmöglich. Das wäre unschaffbar, wenn da einer ist. Wenn er dir auf den Rand hingestellt hätte, hättest du den als Lift benutzen können. Das musst du ganz genau abpassen, weil die Stacheln sonst zermalmen. Das ist unmöglich. Die Stacheln kommen immer, wenn die Faust kommt. Na, er muss ja währenddessen rüberlaufen. Nee, das ist gut getimed. Jetzt hätte es gepasst. Ich muss nicht rüberlaufen, oder soll ich rüberlaufen? Also entweder läufst du rüber und... Nein, ich würde auf den Front drauf. Weil so ist bescheuert zum Springen. Ja. Einem durch. Wo? Oh. Und jetzt? Kleiner Sprung. Jawoll! Raus mit dir! Ich hab Angst, dass da noch einer ist, aber egal! Oh. Gut, wir haben's geschafft. Oh, das war gut. Boah, Alter, ich bin angespannt. Stachel raus. Holy okay, shit. Kanone. Zwei sogar. Okay. Und die haben die gleich beide anvisiert. Alter, mein Herz rascht immer noch, ne? Und Kreissägen und Pendel. Leute, ich krieg gleich ein Herz, Kasper. Boah, das war auch echt gut. Das war echt holy fucking knapp. Ach, ich geh einfach. Genau wie das gerade auch. Was? Stacheln sind auch noch da. Ja, hab ich doch gesagt. Hör mir doch einmal zu. Aber nur ganz am Anfang, oder? Nee, mittendrin auch auf einmal. Oh Gott. Ist ja die Scheiße. Oh Gott. Toll, und ich habe das Gefühl, wenn man rechts in den falschen Beamer reingeht, dann landet man oben links. Nein, die sind alle drei. Du musst, wenn die Kreissägen zurücklaufen, sonst schafft man es nicht. Genau. Anders geht's nicht. Juhu! Ach, ich vergieße immer den Stachel da. Der Anfang ist pipi einfach. Ich hab ne Idee, aber ihr dürft nicht. Ihr müsst mal eben weg. Okay. Ich bleib hier unten. Ja, Tassa, bleib einfach bei den Stacheln stehen. So.
Wenn er das oder du wärst, auf mir drauf gelandet. Komm mal eben hier hoch. Ich? Ja. Oh Gott. Genau, bleib mal so geduckt. Also meiner Meinung nach kann man das nur schaffen, indem man, wenn die Kreissägen wieder zurückfahren. Zu spät. Oder wenn sie hinfahren, aber da muss man sich wirklich beeilen, dass man durchkommt, bevor die Kreissägen alle drei zusammen sind. Ah, die Stacheln da. Du hast ja zwischendrin, kannst du ja einmal kurz pausen. Scheiße. Oh, ich hab's. Ja, genau so wie Kassa das gerade gemacht hat. Ja, genau so nämlich. So. Na, du kannst auch hinter der Kreissäge genau her. Nee, du kannst nicht hinter der Kreissäge herlaufen. Alter, ich nehme mal springen. Ich geb nicht mehr springen. Ich will da durch! Ich will da durch! Ich will da durch! Ich geb nicht mehr springen. Ich will da durch! Fast. Aber warte mal, jetzt lass uns doch mal weiter überlegen, wo kommt man denn raus, wenn man in den Teleporter fällt? Wahrscheinlich bei den zwei Stacheln da oben. Richtig, das schon. Oh, da alleine drüber zu kommen ist schwer. Naja, für mich jetzt nicht unbedingt, weil dadurch, Alter, dass ich... Alter, was war denn das für ein Lag? Fuck, ich bin zu spät losgeschaufen. Geschaufen. Zu viel spät losgeschaufen. Ah, diese verkackten Stacheln. Mach du, Tassad. Man muss den... Du hast mich gestresst. Fuck, das war zu Ticken zu früh. Ein Schicken zu früh. Ich glaube, du wolltest mir nachmachen. Ach scheiße, das war viel. Hätte ich nachmachen wollen, hätte ich das hier gemacht. Ah, scheiße. Keine Chance, Alter. Links hochkommen ist übrigens leichter, weil du da den Stacheln ausweichen kannst. Hui! Tassad hat's mal wieder geschafft. Den ersten Part. Und jetzt wird er bei den Stacheln abkratzen. Und dann komm ich wieder und Superman! Oh! Oh, Tassad! Und jetzt? Guck dir die Laufbänder an, bevor du da jetzt runter... Die Laufbänder habe ich ja schon gesehen. Ich habe jetzt nur mehr auf D gewartet, aber es war zu früh. Ein bisschen zu früh. Du warst doch schon durch. So ein Kackdreck. Kackdreck? Gibt's auch Dreckkack? Scheiße! Das ist eklig. Ach, Mann, doch! Ich will jetzt hoch! So. Also, wann muss man losrennen? Wenn sie zurück. Noch 2 Minuten übrigens, dann haben wir die 20 Minuten. Ich weiß. Scheiße. Hättest einfach weiterlaufen müssen. Nicht springen. Zweiten Mal. Nein. Doch. Boy, boy. Und er flieht! Und er flieht! Du. Na. Na. Das war bescheuert aufgeteilt. Na, das war nicht gut. Nee. Ah, du schlechter. Wie so ein Luftballon mit irgendwas gefüllt, der Platz. Oh, weil es das so bescheuert aufgeteilt sind. Ein oben oder ein unten. Sinnlos. Aber es ist schön zu sehen, dass wir immer nur gegen die untere Kreissäge rennen. Sauber. Nein! Jabadabadu! Rennt er direkt da rein. Ihr müsst natürlich auch alle gleichzeitig laufen. Ja, wir hätten auch dieselben Aktionen machen müssen. Dieselben Aktionen, wo man weiterkommt. Ja, stimmt, Joshua. Du bist echt gut. Stirb. Weißt du, was Joshua ist? Joshua ist the biggest loser. I'm a Troller. Wie er sich durch die Schüsse durchgeglitscht hat. Nein, du bist ein Controller. Scheiße! Ein Controller. Ich renne einmal den Stein. Alter, warum komme ich da nicht drüber? Da komme ich nie drüber. Nee, ich komme auch nicht drüber. Das hat's echt drauf, ey. Ja, ich habe so das Timing mit diesem blöden Kanon. Ah, okay. Jetzt nicht zu früh, Tass. Nein! Oh, nee! Ich hab's früher gesagt! Ich wollte gerade nur furzen, aber es ist der Kanon. Du bist sowieso falsch. Ja, ich kann das halt nicht. Ich kann sowas überhaupt nicht. Ich bin nun mal nicht... Das war zu fest. Und ohne gleich mit. Ja. Also meine 5 Minuten sind abgelaufen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Tim. Ja, bei mir auch.
Also sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Bloody 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 B